Guten Morgen, hallo Bach. Wir haben den 23. November, das ist Dienstag. Und in diesem Clip geht es um das Gold. Es hat gestern am Montag mal eine etwas größere Bewegung gemacht, wobei das waren rund 2, 2,5%. Ich finde das jetzt auch nicht so viel. Hat transferiert auf Deutsche Bank, wären das 20 Cent. Aber es war eine erstaunliche Bewegung, die vermeintlich aus dem Nichts kam. Ich habe das mal versucht, weil ich es auch nicht begriffen habe, zu eruieren. Da wird jetzt also in der herkömmlichen Journal wird was gemeldet, dass die Benennung von Paul dem Gold nicht gut getan hat. Also das entzieht sich völlig meiner Betrachtung. Ich finde einfach grundsätzlich, es hat geatmet. Das ist der längere Chart. Nur dass ihr den Zusammenhänge habt, das ist also der vom August 2020, dieser Downtrend hier. Und jetzt gehen wir mal richtig rein. Fangen wir mal an mit den Bändern. Ja, das obere ist aufgegangen. Vor allen Dingen, nachdem wir diesen Widerstandsbereich von 1834, den wir überboten hatten und den Trend gebrochen hatten, sind wir durch. Das obere Band geht auf, das untere geht auf. Und genau hier dreht es ja schon wieder. Das ist ein Bereich bei der 1866. Also hier mit dem Cursor ist es 69. Das heißt dann, dass die Bänder wieder zusammengehen, dass die Volatilität insgesamt rausgeht, dass die Richtung, das Momentum dieser Richtung erstmal unterbrochen ist. Das ist erstmal ein Fakt. Ich hätte mir tatsächlich, ich gucke nicht die ganze Zeit aufs Gold, ich hätte mir tatsächlich schon gewünscht, dass es nochmal darunter geht. Das finde ich in Ordnung. Auf eben diesen Cluster von diesem horizontalen, ehemals Widerstand, jetzt Unterstützung bei 1834 in Verbindung mit diesem Downtrend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ohne weiteres da durchgeht. Das hat mich dann schon überrascht. Also von daher, ja, das ist jetzt wieder ein Widerstand, 1835, und dann gelte dieses hier als sogenannter False Breakout. Und die restlichen Unterstützungen kommen hier von 1760, ich runde leicht, da haben wir die 50 und dann haben wir hier unten das, was wichtig, was wesentlich wichtiger ist, 1716. Die 200-Tage-Linie, die ja auch liegt bei 1792, ich habe mir das jetzt mal die letzten Jahre angeschaut. Die hat nicht wirklich so eine Bewandtnis wie bei Aktien zum Beispiel. Immer wieder drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, drunter. Wenn ich das jetzt hier über die Historie sehe, ja, hier zum Beispiel, ja, das hat nicht wirklich was zu sagen. Also ich nehme zwar zur Kenntnis, möchte gerne wissen, wo sie ist, aber Handel würde ich ja nicht, würde da nie ein Limit reinlegen. Das hat für mich, macht für mich keinen Sinn. Was mir nicht gefällt ist, wir haben jetzt hier sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise Verkaufssignale ganz frische über das MACD. Stochastik ist auch negativ. Das finde ich nicht so schön. Mal ganz kurz einen Blick auf die Woche. Da ist nämlich auch was aufgefallen. Bei der Woche, ihr gelten die gleichen Punkte grundsätzlich, ist es auch so, der Oszillator gibt ein ganz frisches Verkaufssignal. Das MACD braucht jetzt noch nicht nur bis Ende dieser, sondern nächster Woche, um ein Verkaufssignal wirklich zu generieren. Also das sieht nicht so toll aus, muss ich sagen. Also nee, nee, also über Wochensicht nicht so besonders. Und jetzt gehen wir zurück auf den Tag. Also ich vertrete die Ansicht, dass das Gold ein bisschen an Interesse verlieren wird in den nächsten, sagen wir mal, 4 bis 8 Wochen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann einen Film machen werde. Ich befürchte, dass wir wieder in so eine Range hier reinkommen. Zack, 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 zack. Der hat zu einfach diese Unterstützung preisgegeben. Und ich würde jetzt hier auch mich nicht trauen, jetzt hier irgendwas zu kaufen, in Hoffnung, dass wir da jetzt drüber gehen. Ich glaube, wir kriegen hier einen Range Trade mit einer Range, obere Begrenzung maximal, wenn überhaupt, 18,77 bis hier runter bis zu 17,21. Und so habe ich jetzt auch die Scheine mal ausgesucht. Grundsätzlich gibt es einen Call. Ich will da nicht zu nah dran gehen, weil solche Bewegungen, die stehen meistens nicht alleine. Da kommt immer noch irgendwie was hinterher. Hier zum Beispiel, hier auch. Das möchte ich gerne mal lassen. Deswegen habe ich einen Call ausgesucht für diejenigen, die es interessiert, der weiter weg liegt. Und zwar unter dieser Unterstützung hier mit einer Basis 1706. Das ist immer noch ein 18er Hebel. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der GX0F08. Und ein Put kann ich relativ gut hier hinterlegen, hinter die 1900. Also das ist ebenfalls ein Hebel 18 und das ist die GH4Y3W. Also nochmal, ich wäre jetzt nicht durch Zufall irgendwo in dieser Bewegung hier dabei war. Tja. Heute hier und jetzt wüsste ich echt nicht, ob das Ding eher ein bisschen hoch geht oder runter. Ich vermute halt, dass wir in den nächsten Wochen eine Seitwärtsphase kriegen mit den genannten Punkten.
Was ich im Nachgang interessant fand, ist, war dieses Gap hier, das war vom 8. Juni, das haben wir, diesen Schlusskurs hier, den haben wir auf den Punkt getroffen. Ich habe den zwar gesehen, aber ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass wir da auf den Punkt genau dran gehen und dann drehen. Also ich bin ein bisschen ratlos beim Gold, aber ich befürchte halt im Großen und Ganzen, dass wir hier so eine Range bekommen. Ich muss da jetzt momentan nicht long gehen. Ich nehme das mal aus meiner Betrachtung raus. Ich glaube, da gibt es zum Ende des Jahres interessantere Sachen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.